Welches Wasser ist am besten für die Fische in Ihrem Aquarium geeignet? Möglichst naturnah, aber auch immer gut kontrolliert und von gleich guter Qualität sollte es sein. Deswegen bevorzugen Sie Leitungswasser. Es ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem Wasser in der natürlichen Umgebung Ihrer Fische. Und deshalb muss es aufbereitet werden. Der Tetra Wasseraufbereiter AquaSafe macht Leitungswasser fischgerecht. Was bedeutet das? In unserem Trinkwasser sind Stoffe enthalten, welche die Fische in ihrem Aquarium nicht vertragen. Zum Beispiel wird Chlor hinzugefügt zur Sterilisation des Wassers. Weiterhin enthalten, je nach Wasserleitungssystem, sind Schwermetalle wie Kupfer oder Zink. Alle Schwermetalle und Chlor werden unschädlich gemacht. Sogenannte Biopolymere im AquaSafe unterstützen das Immunsystem Ihrer Fische und das Vitamin B1 sorgt für ein starkes Nervenkostüm. Tetra AquaSafe wirkt sofort und wird genommen zur Neueinrichtung eines Aquariums, zum Wasserwechsel oder nach Krankheitsbehandlungen mit Medikamenten. Die Dosierung ist ganz einfach. Sie nehmen 5 ml AquaSafe für 10 Liter Leitungswasser. Wenn Sie das Aquarium neu einrichten, geben Sie das Produkt direkt in das Aquarium. Wenn es ein schon eingefahrenes Aquarium mit Tieren ist, ist es besser, wenn Sie das frische Wasser vorher im Eimer aufbereiten. Nun noch ein Tipp. Auch wenn Sie mal neue Fische zum Altbestand hinzusetzen, sind Tetra AquaSafe und Tetra SafeStart die besten Produkte. Tetra AquaSafe bereitet Leitungswasser schnell und sicher zu fischgerechtem, naturnahem Aquariumwasser auf. Tetra SafeStart aktiviert durch Zugabe von lebenden Bakterien eine sofortige Bioaktivität im Aquarium und schafft so einen biologisch aktiven Lebensraum.